So, Freunde, da habt ihr gedacht, ihr seid mich los. Aber so einfach geht es nicht. Wir haben zwar unsere Collection gewiped bekommen, aber ich war gestern auf einem Pre-Release. Und genau, da habe ich die neue Edition kennengelernt. Und man hat so eine wunderschöne Tokenkarte bekommen hier, wo vorne halt ein Token drauf ist und auf der Rückseite ein Code für MTG Arena, wenn man halt am Pre-Release teilgenommen hat, das einem kostenlos zu einem Sealed Event zulässt. Sealed Event heißt, wir kriegen sechs Booster, die wir aufmachen, und daraus bauen wir uns halt ein Deck. Ist halt wie ein Draft, nur halt, dass du nicht immer eine Karte pickst, sondern direkt einen ganzen Pool kriegst. Dafür sind es halt auch doppelt so viele Booster. Genau, und daraus baut man sich ein Deck und dann spielt man. Und das wollte ich jetzt noch aufnehmen. Dann kann man die neue Edition mal ein bisschen begutachten und danach gibt es dann wahrscheinlich erstmal die angekündigte Funkstille. Und genau, wir können da bis zu 2200 Edelsteine rausholen, was schon eigentlich ziemlich dick ist. Aber das ist natürlich erstmal sehr viel gewollt. Ne, hier so 1600, 1400 reichen erstmal. Also, genau, wir starten einfach mal. Öffnen die. Ah, der öffnet die jetzt echt. So. Oh. Wir haben eine Mythic und eine Rare in einem Booster. Ach, das sind jetzt erstmal alle Rares oder was? Der zeigt uns erstmal alle Rares. Okay, kein Wunder, dass die gut sind, die wieder. Genau. Das ist sowieso immer das erste, was ich gucke. Mythic Rares und Rares. In einem Sealed Pool relativ wichtig. Add one mana of any color. If that mana is spent on a multicolored creature spell, that creature enters the battlefield with an additional plus one counter on it. Okay, was auf jeden Fall richtig eine richtig gute Kreatur ist, ist Etrata the Silencer. 4 Mana 3-5, schon mal vernünftige Stats. Kann nicht geblockt werden. Wenn die dem Gegner Schaden macht, dann kann man eine Kreatur, die er kontrolliert, exilen. Die kommt mit einer Attentat, ja, Hit-Counter. Ja, Hit Counter heißt er einfach nur im Englischen. Auf Deutsch Attentatsmarke. Kommt die dann aus dem Spiel. Und wenn ein Gegner. Und dann wird Etrata wird dann wieder ins Deck gemischt. Und wenn man das dreimal gemacht hat, also der Gegner drei Karten hat, die eine Attentatsmarke drauf haben, dann hat er das Spiel verloren. Genau, und wir haben auch hier direkt noch Gain Control of Target Creature with Power 2 or less. Oder Surveil 3, then return a Creature Card from your graveyard to the battlefield. Auf jeden Fall. Ups. Auf jeden Fall schon mal blau-schwarz sehr, sehr gut vertreten. Und dann haben wir hier sogar noch If you would draw a card, instead look at the top three cards of your library, then put one into your hand and the rest into your graveyard. Pay four life under Realm Lich gains indestructible until end of turn, tap it. Für 5 Mana kann man das auf jeden Fall mal machen. Und dann haben wir auch direkt schon noch ein Land, was uns ein bisschen Mana fixt. Und das Land fixt eigentlich auch Mana, gibt noch +1 Marken. Also von den Rares her schon mal ganz gut. Da sind wir auch schon in drei Farben, die wir uns dann ausgewählt haben. Gucken wir mal, was wir in diesen Farben so an Uncommons haben. This spell costs one less. To cast for each creature card in your graveyard. Das ist einer der besten Removal Spells in dem Format. 4 Mana, zerstöre einfach eine Kreatur und Surveil 2 heißt, wir gucken uns die obersten zwei Karten an und können die entweder in beliebiger Reihenfolge oben drauf tun oder halt in unserem Friedhof. Tun wir auf jeden Fall rein. For each deals one damage to target opponent for each creature card in your graveyard. You may search your library for basic land card or gate card, reveal put it into your hand. Oh, kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, die synergieren alle mit Kreaturenkarten im Friedhof. Put them onto the battlefield tapped. Okay. Ja, also ich denke mal, mit den Karten machen wir hier. Oh, den haben wir zweimal. Zusammen. Hier 7-5 Hexproof. Ist gar nicht so schlecht. Kostet halt 9 Mana. Aber man kann halt Kreaturen tappen, um die Mana-Kosten zu bezahlen. Nehme ich mir gerade nicht so
Und so sicher, ob wir denn überhaupt reintun wollen. Okay. Die Uncommons, die wir haben, sind jetzt alle nicht so geil. Aber wir haben halt auch ein paar, zumindest in unseren Farben. Der ist eigentlich ziemlich gut. Immer wenn wir surveillen, kriegt der eine +1/+1 Marke. Wir haben momentan halt noch nicht so wirklich viel mit Surveil. Einmal den. Einmal den. Zweimal Surveil. Gucken wir gleich mal, ob wir noch mehr Karten mit Surveil finden. Ich denke, wir packen jetzt mal die dicken einfach mal mit rein. Und gucken dann, was wir so im kommenden Slot haben. Oh, da kommt einiges. Type Creature gets my 3-0 until end of turn. Mit Surveil. Das ist eine gute Karte, die countert. Die kann man reintun. Also alles, was man. Hier ist noch Surveil mit dabei. Draw a card. Destroy target creature. Haben wir dreimal. Boah, geil. Nicht schlecht. 1-4 Reach ist auch nicht schlecht. +3/+3. Ist auch nicht schlecht. Der ist ziemlich gut. Da haben wir nochmal Surveil. Der Lurker ist gut. Gorgon ist gut. Also noch hier Länder. Guildgate. Locket. So, jetzt sind wir schon bei 43. Mehr als 43. Hab ich das Locket jetzt nicht reingetan? Oder 2 von was? Ah. Okay. Prayer Point ist auch noch gar nicht so schlecht. So. Jetzt haben wir mal die vernünftigen Karten alle drinne. Und sind bei 46 Karten. Und fast dafür, den Licht rauszutun, weil der halt uns sehr, sehr schnell selbst durchschreddert. Immer wenn wir eine Karte ziehen würden, kommen halt drei Karten aus unserem Deck weg. Ja, wir probieren es einfach mal mit dem. Aber auch zwei von. Also wir haben halt eine sehr hohe Mana-Kurve, muss ich sagen. Der kann raus. Deswegen bin ich gerade am überlegen, ob wir nicht den. Wir hatten doch hier den. Auf Ankommen hatten wir doch den Ramp Spell. Den können wir ja mal nehmen. Prayer Pond brauchen wir nicht unbedingt, wir haben genug genug Removal. Das können wir hier vielleicht von dem riesigen mal ein oder zwei rausnehmen. Zum Beispiel auch den. Und dann nehmen wir den Licht raus. Ja, wir nehmen den Licht raus, wir brauchen ihn nicht unbedingt. Haben wir die Raiders raus. Jetzt, wie viele Länder haben wir jetzt drinne? Jetzt haben wir 13, 14, 15, 16, 17 Länder drinne. Aber da wir zwei, ja, da nehmen wir ein Locket raus. Okay. Haben wir jetzt eigentlich wie viel? Das ist die Frage, wie oft wir Surveil haben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Viermal und dann siebenmal. Da lohnt sich eigentlich der Spybug halt schon, ne? Ich werde die Radical Idea raus tun und den Spybug rein. Okay. Dann probieren wir das Ganze mal. Gucken, was bei rumgekommen ist. Das Deck ist jetzt von der Synergie her in Ordnung. Nicht sonderlich Bombe. Aber, also ich finde es nicht schlecht. Wir haben ein paar Bomben, die immer wichtig sind, dass man die auch hat. Wir haben genug Removal. Das ist eine sehr langsame Hand. Hoffen wir mal, dass der Gegner nicht sehr schnell ist. Aber Seal, das ist generell immer noch mal ein Stückchen langsamer als Draft. Okay, 1-1, ich wollte gerade sagen. Weg der One-Drop. Oh, jetzt wäre gleich ein Wald gut. Dann hätten wir echt 1-4 Reach.
für die 1-1. Schade. Egal, wir haben jetzt nächste Runde, kriegen wir eine 1-3 fliegend. Die kann auch ganz gut blocken. Okay, ich spiele das Locket. So, 1-3 fliegend. Wir ziehen eine Karte, wenn er reinkommt. Da ist der Removal. Das heißt, jetzt ist eigentlich ganz geil, den Flieger erst rauszukriegen, der eine +1/+1 Marke kriegt, immer wenn wir surveillen, weil wir haben alleine schon zwei Karten, die surveillen. Okay. Er hat viele Länder gezogen, kann aber hiermit bald zwei extra Karten ziehen. Hm. Das sind halt diese Lockets, wo wir, die wir auch drin haben. Die machen halt entweder Mana oder können am Ende die Karten ziehen. 5-5 Vigilance, immer wenn er angreift, dealt er 1 Damage to each creature. Sonst zerstören wir den mal. Machen Surveil 2. Das heißt, wir können gucken uns die obersten beiden an. Den packen wir auf den Friedhof. Den nächsten Removal Spell behalten wir, weil der auch wieder surveilt. Ja. Ja, keine Ahnung, wir greifen an. Da blocken tun wir eh nicht mit der 2-2. Den removen wir jetzt gleich mal. Weil auf die Nüsse geht. 1-3 Flying. Immer wenn er angreift, kriegt eine Kreatur fliegend. Okay. Dann zerstören wir mal den. Surveillen 2. Counterspell. Behalten wir mal oben und das Land kommt auf den Friedhof. Das braucht man nicht unbedingt. Ob wir den Counterspell eigentlich auch wegpacken können. Nee, den behalten wir das. Und damit sind wir zumindest einigermaßen stabil. Der 1-3er kann jetzt hier beides blocken, was die Gegner so haben. Wir haben noch einen Removal Spell und es fehlt halt. Wir haben noch kein grünes Mana gezogen. Aber wir haben noch ein paar Plays. Der kostet 7 Mana. Drei, drei Double Strike. Er gibt ihm jetzt +2/+2. Das ist ein Combat Trick. Ah, oder +3/+0 und First Strike, okay. Dann zerstören wir den mal. Machen Surveil 2. Langsam müssen wir doch irgendwann mal das grüne Mana finden. Da ist es doch. Das bleibt oben. Das Land kann weg. Unsere Kreatur wird zu einer 4-4. Und wir greifen mal an. Ja, wir greifen mal an. Zwei, zwei Mentor. So, dann greifen wir auf jeden Fall mal mit an. Mit der 4-4. Und zack. Und der opfert das, um zwei Karten zu ziehen. Alles klar, darf er tun. Wie viele Kreaturen haben wir im Friedhof? 2. Das
to all creatures with toughness 4 or greater. Dann geben wir dem mal +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Damit der mit zerstört wird. Und dann sind wir wieder nur bei dem paar. Oh, warte mal, das hätten wir auch einfach kontern. Ah, ne, das hat 3 gekostet. Ich wollte gerade sagen, hätten wir auch kontern können. Ja, dann rampen wir mal. Grün und schwarz. Und haben noch einen Konter offen. Wir kriegen halt jetzt 4 Schaden. Was nicht sehr geil ist. Aber wir können auch nicht wirklich was dagegen machen. Problem sind halt einfach, dass seine Kreaturen fliegen. Und dass der hier den zum Beispiel fliegend auch geben kann. Wollen wir beides nicht haben. Und hier noch die Death Touching Gorgon. Na, der fliegt und den kann man fliegend geben, wenn er angreift. Und der hat halt First Strike, das heißt unser Death Toucher wird einfach umgeschossen. Das ist schon traurig, das Ganze. Damit sind wir tot. Also noch sind wir nicht tot, weil wir den blocken können, aber es gibt, glaube ich, nicht mehr wirklich was in diesem Deck, was uns rettet. Vor allem nicht das. Was wir noch machen können, wir können ihm noch 6 Schaden machen. Boah, leide. Rams. So. Und jetzt. Schade. Dabei war das Deck doch so vielversprechend. Und wir kassieren direkt den ersten Loss.